Und damit recht herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play. Es nennt sich Penumbra im Halbschatten. Und warte mal, ich werde mal den Sound ein kleines bisschen leiser drehen. Der ist nämlich gerade auf Lautstärke 100. Ach, so, ihr fährt mir jetzt schon besser. So, ja, Penumbra ist ein Spiel im Sinne von Amnesia und es ist ein Horrorgame und ich glaube auch ein nicht ganz einfaches. Ich habe es damals so vielleicht erstmal durchgespielt, das heißt, es ist nicht blind für mich. Beim zweiten Teil eher. Ja, ich werde es auf normal spielen oder vielleicht habe ich schon und ich würde sagen, auf geht's. Meine Geschichte begann im Februar 2000. Soweit es mich betrifft, werde ich nicht dieselben Fehler machen, die mein Vater gemacht hat. Howard hat meine Mutter lange Zeit vor meiner Geburt verlassen. Als ich also seinen Brief kurz nach Mutters Beerdigung erhielt, war es das erste Mal überhaupt, dass ich von ihm hörte. Er ist tot und Briefe aus dem Jenseits zu schreiben scheint wohl eine vererbte Gewohnheit in unserer Familie zu sein. Der Brief beinhaltete einen Schlüssel, einige Anweisungen und die Bitte um Vergebung. Er blickte dem Tod wohl schon seit längerer Zeit ins Auge und erwartete jeden Tag, dass er kommen und ihn holen würde. Ohne weitere Erklärungen wies der Brief auf eine Bank in Mayfair hin, von der ich noch nie etwas gehört hatte. In der Bank war ein Schließfach angemietet, eingetragen auf den Namen meines Vaters und meinen. Er wusste natürlich, dass ich mich sofort auf den Weg machen würde. Ich fand heraus, dass auch wenn er vor über 30 Jahren für tot erklärt wurde, der Inhalt der Box, ein altes Buch sowie eine Handvoll Notizen, seit seinem Tod rein rechtlich gesehen mir gehört. Die Anweisungen meines Vaters waren klar verständlich. Ich sollte die Dokumente verbrennen und keine weiteren Fragen stellen. Aber genau das war sein Fehler. Denn natürlich war ich neugierig und wollte wissen, was das Ganze zu bedeuten hatte. Die Universität, an der ich lehrte, war für zwei Sachen bekannt. Physik und Linguistik. Ich war mir der Physik zugewandt, aber aus sprachlicher Sicht war ich über meinen Fund mehr als verblüfft. Das Buch konnte ich nicht entziffern. Aber die Notizen wiesen auf einen unbewohnten Ort irgendwo im Norden Grönlands hin. Es hat mich fast ein ganzes Jahr gekostet, meinen allerletzten Flug zu buchen. Als ich von Heathrow abflog, wurde mir erst richtig bewusst, dass mein Vater vor drei Jahrzehnten verschwand. Fast auf den Tag genau, an dem ich mich nun auf seine Spuren begebe und alles Bekannte hinter mir lasse. Wir landeten auf einer nicht sehr breiten Eisfläche und ich quartierte mich auf einem gecharterten Boot ein. Eine 12-stündige Reise zurück in meine Vergangenheit sollte nun beginnen. So, und ich glaube, damit beginnt das Spiel. Mal gucken, wo wir jetzt rauskommen. War das das Boot oder war es jetzt... Ach so, ja, das war das Boot. Okay. Endlich, wir haben fast angelegt. Ich packe besser ein paar Sachen zusammen, damit ich Dinge kann. Das ist noch alles Tutorial und, ja. Ihr seht, das ist ein... Ja, im Sinne von Point-and-Click. So eine Mischung halt. Aber es ist im Grunde ein Horror-Game vom Genre. Und was können wir machen? Ja, wir können... die Flasche wegschmeißen. Wir können Sachen aufnehmen. Wir können sie mit der Maus so öffnen. Wir können reinschauen. Was drin? Mein liebster Eric. Ich schreibe diese Zeilen, bevor du wieder die Siegel setzt und mich erneut allein lässt. In der Kiste am Fußende des Bettes liegt etwas, das dich an mich erinnern soll. Ich verstehe immer noch nicht, weshalb ihr auf dem Schiff nur ein Bett habt und abwechselnde Schichten schlafen müsst. So werdet ihr auf lange Sicht keine Erholung finden. Aber was weiß die Frau eines Schwissers schon? Vom rauen Leben auf See? Ich werde jede Nacht ein Gebet für dich sprechen und hoffen, dass du bald genug gefangen hast, um wieder zu mir zurückzukehren. Bitte bleib nicht wieder 5 Wochen lang weg, wie das letzte Mal. Ich weiß, ich kann ein Nervensäge sein, aber ich liebe dich. Deine Latzhosen habe ich für dich gewaschen. Auch wenn es keinen Sinn zu machen scheint. Du wirst sicher schon bald mit öligen Fischinnereien beschmutzt haben. Ach ja, bevor ich es vergesse. Die Henriksons aus dem Dorf wollten wissen, ob du ihnen ein paar Forellen mitbringen könntest.
Ich sagte Ihnen, dass da momentan keine Saison für Forellen ist. Falls du noch ein wenig fangen solltest, behalte sie. Und lege sie auf Eis. Ich werde sie nach deiner Ankunft lecker zubereiten, um deine Rückkehr gebührend zu feiern. Der Kapitän braucht dann und wann eine kleine Sonderbehandlung, um Blano zu gehalten zu werden, nicht wahr? Pass auf dich auf, mein Schatz. Liebesbrief der Frau des Fischers. Okay. Was haben wir hier? Wir haben eine Karte. Und da liegt ein Buch. Ach, das ist ein Notizbuch, ja. Das werden wir später mal brauchen können. N und P kann ich hier noch umschreiben. Ich glaube, ich habe meinen Taschennamen in den Schubladen neben dem Bett gelegt. Dies kann ich nämlich den Maus benutzen. So, ja, Dose natürlich können wir auch wegschmeißen. Wir können quasi alles, was rumliegt, können wir, das fand ich witzig an dem Game, einfach fallen lassen oder, ja, einfach wegschmeißen. Das sind so Klamotten. Da ist ein Haigebiss an der Wand. Da drüben ist ein Rettungsring. Ich schieb mal den Stuhl hier beiseite. So, im Schubfach soll noch was gewesen sein. Ah, die Taschenlampe, richtig, die brauchen wir auch gleich. Kann ich sie nicht aufnehmen? Schieb mal den Stuhl da weg. Jo, Taschenlampe. Mit F. Ich nutze aber lieber den Leuchtstab, weil der Leuchtstab ist irgendwie, ja, der spendet mir mehr Licht. Ach komm, nochmal. Einfach mal so weggedonnert. Stuhl geschmissen, was haben wir hier? Ja, wir können es auch ducken. Ich habe sie auf der Strong-Taste gelegt und da haben wir Bohnen. Die können wir nicht mitnehmen. Und da unten liegt noch... Nee, das ist nur Dreck. Übrigens, Penumbra ist sehr viel mit Rätseln verbunden. Kann ich euch quasi jetzt schon sagen. Rausgehen können wir noch nicht, glaube ich. Ich kann ja auch gerade irgendwie nichts... Achso, ja. Die andere Taste ist beobachten. Also anschauen. So ist mein Inventar und da ist mein Schrankschlüssel. Den können wir ausrüsten mit der Taste 1. So, schließen wir mal auf und gucken, was drin ist. Ein Leuchtstab. Und ich glaube, Medipacks gab es hier ebenfalls. Nein, Tür, du wirst schön offen bleiben, also Schranktür. Batterien für die Taschenlampen. Ja, deswegen nutze ich gerne den Leuchtstab, weil die Taschenlampen brauchen Batterien und das sollte alles sein, was ich brauche. Ja, schon wieder zu. Schon zu bauen, welche bewussten Formgerechtigkeit. Auch während ich von Boot stieg, um mir meinen Weg durch die schneidenden Schneesturm zu bahnen, wurde mir bewusst, dass mein bisheriges Leben einstweilend vom Wunsch erfüllt war, mir meinen Vaters Vergangenheit in Erfahrung zu bringen. Doch hatte ich keine Ahnung, was mich in Grönland erwarten würde. Doch bald schon würde ich sich all meine Bedenken aller Gerechtigkeit gerechtfertigt erweisen. Rückblickend kann ich nicht mehr genau sagen, ob ich als erstes die Orientierung oder den Mut verlor, an der Eiseskälte und die Angst vorm Erfrieren. Kann ich mich jedoch sehr gut erinnern. Ich musste irgendwo Schutz suchen und zwar sehr schnell. Übrigens, wir können auch sterben in Penumbra. Das gibt es zum einen durch Gegner, das werdet ihr bald bemerken. Und hier draußen durch die Eiseskälte. Hier mindestens ist unsere Energieanzeige. Die senkt sich gerade, deswegen kann ich nicht gerade viel gerade erklären, sondern muss hier schnell durchrennen, um nicht gleich zu sterben.
Boah, was sind das für Geräusche? Okay, ich muss da irgendwie reinkommen. Ich habe schon wieder jetzt... Wie war denn das jetzt nochmal? Muss ich jetzt irgendwas suchen? Oh, wartet mal, die Steine da drüben. Da waren noch Steine. Vielleicht kann ich dadurch irgendwie das Eis aufbrechen. Mit diesen Steinen. Boah, diese Geräusche. Es ist so krass, das Spiel. Es ist, wie gesagt, ein Horror-Game. Und ja, es ist wie Training für Outlast. Kann ich euch sagen. Und ja, ich werde mich eines Tages an Outlast wagen. Vorerst kommen die Penumbra-Teile dran. So, soweit so gut. Jetzt sind wir erstmal sicher und ich habe irgendwie gerade noch halbe Energie. Boah, diese Geräusche hier. Ja, hier mein Kopf. Ein Wunder, dass ich mich das überlebt habe. Den immer seit da im Kopf, obwohl ich mir schaue, wo bin ich hier? Was ist das für ein Ort? Leuchtstab. Leuchtstab auf der 1. Leuchte mir den Weg. Boah, die Musik hier. Ich krieg schon leichte Gänsehaut. Was haben wir da? Batterien. Leuchtsignal. Was haben wir hier drin? Noch ein Leuchtsignal. Irgendwas konnte man Leuchtsignale verwenden, aber ich weiß gerade nicht mehr wofür. War das, um Gegner wegzuscheuchen? Also manche Gegner. Mir fällt es gerade nicht mehr ein. Was haben wir hier? Proviantpaket. Das Verfallsdatum vor langer Zeit überschritten. Brauchen wir nicht. Weg. Brauchen wir auch nicht. Weg. Oh, den Hammer, den brauchen wir auf jeden Fall. Mal schauen, ich kann den Hammer schwingen, wenn ich raus. Links drücke, kann ich raus. Und, ja, damit können wir jetzt Barrikaden aufmachen. Ich schätze, wenn ich Maus rechts rücke, kann ich umschauen. Ja, die Hammer kann man auch als Waffe benutzen. Aber es gibt noch eine bessere Waffe für uns. Die werde ich dann später noch finden. Und ich weiß noch, hier war es durch mit dem Hammer. Da gehe ich gleich rein, ich gehe erstmal hier rüber. Was war das? Ihr habt es doch gerade gehört, oder? Boah, dieses Spiel macht echt eine Gänsehaut, kann ich euch sagen, Leute. Und offen. Ich glaube, angreifen war nicht ganz einfach mit dem Hammer. Okay, hier kommen wir her. Da oben ist noch ein Weg. Was war das gerade für ein Rumpeln? Diese Lukas Brusieren lässt sich mit Hand öffnen, ne? Niemand gelangt da hinaus. Okay, ich glaube, ich muss oben lang, oder? Nee, komm. Ach so, ja, hier war ich noch nicht. Was ist das? Da hat ein Mechanismus, ein Loch in der Mitte. Noch keine Möglichkeit, das zu bedienen. What the? Boah, es geht schon los. Ich habe mich gerade schon etwas erschrocken. Ah, richtig, kann die Fässer auch zerstören mit dem Ding. Den Hammer werde ich mal wegstecken.
Moment, ich glaube, in Hammer waren auch ein paar Items drin teilweise. Das kann man mal checken. Das ist nix. Boah, die Musik, ey. Die Musik ist echt Horror in dem Game. Das kann ich euch sagen. Lang. Da ist ein Fass. Ich muss bestimmt da runter, oder? Oh, scheiße. Ich spiele es gerade mit Kopfhörern, deswegen verstärkt das gerade den Horror-Effekt. Okay, das war offensichtlich falsch. So wie ich das gerade gemacht habe. Und hier gehe ich noch im Kreis. Okay, ich sehe schon, wie dieser Gang lang führt. Ich blick gerade ein bisschen nicht durch, weil die Kamera irgendwie so rumschwenkt. Man, kann ich das Ding vielleicht... Boah, nee, bitte nicht dicht aus. Hier muss irgendwo so eine Art Kurbel sein oder so. Emergency Exit. Notausgang. Da kann ich nicht durch. Leere Munitionskisten, was ist das für ein Ort? Man, da unten liegt doch noch was. Ach, eine Metallstange. Drei. Da kam das Geräusch gerade. So begab ich mich nun hinab in den dunklen Tunnel, tief unterhalb der verschneiten Erdoberfläche, geschützt durch eine zentimeterdicke Metallluke. Ich wusste nicht, was mich dort erwarten würde. Und ein Kribbeln in meinem Bauch machte sich bereit, das ich zuletzt als Kind gefühlt hatte. Ich hatte im Vorfeld nie großartig darüber nachgedacht, aber nun wurde mir schlagartig bewusst, dass wir Menschen vieles als selbstverständlich betrachten. Notrufnummern, Gesundheits- und Sicherheitshinweise, soweit das Auge reicht. Freunde, Familie, Liebschaften, alles an Faktoren, die uns glauben lassen, wohlbehütet zu sein. Plötzlich war es wieder da, dieses Bauchkribbeln wie damals in der Schule, kurz vor einer Schlägerei. Und die Gewissheit, dass mir dieses Mal niemand zu Hilfe kommen würde. Boah, dieses unheimliche Geräusch, da gefällt mir gar nicht. Warum auch immer, wenn ich das Spiel auf Escape lassen will, stürzt das Spiel ab. Ich habe jetzt zur Fortsetzung gegangen, bin jetzt wieder hier, in dem Raum zum Glück. Scheint also gespeichert zu haben. Falls irgendjemand irgendwas aufmachen will, was er verstecken, warte ein bisschen wieder rein ist. Oh Gott, ja, ich...
da hinten? Irgendwas ist da hinten. Oh, Scheiße. Irgendwas ist hier. Ich weiß noch, hier bewegt sich was. Dunkelheit. Boah, ist das gruselig. Schnell rein da. Oh Gott. Ist hier was? Gut. Hier scheint nichts zu sein. 15. August 1945. Nicht Bericht. Eine weitere unbemerkte Woche in Grönland. Reguläre Schiffslieferung mit Vorräten erhalten. Standardmäßige Notfallübungen durchgeführt. Routineüberprüfung des Notfeldes abgeschlossen. Aufgrund der Höhe des Schneefalls habe ich Wartungsgemeinschaft zu Ort gefordert, die Prüfung künftig zweimal die Woche durchzuführen. Ein Verletzter. Der verletzte Soldat soll in der Zentrale in London kein Kopfzerbrechen bereiten, während die Deutschen ihre Frontlinie knapp wieder vorgelegt haben. Klingt nach dem Zweiten Weltkrieg, würde ich sagen. Einige Finger weg. Für diesen Vorfall übernehme ich die Teilverantwortung. Ich hätte keinen Zugang zu der betreffenden Fachliteratur gewähren sollen. Den Lagerraum aufbewahren, Herstellung von Sprengsätzen betrieben werden. Als ich fortmache, bewahre ich nur das Handbuch in der Truhe in meinem Büro, sicher verschlossen und trage einen Schlüssel mal bei mir. Unnötig zu erwähnen, dass beide Männer ein Disziplinarverfahren erwartet. Der verletzte Soldat wurde mittlerweile für eine weitere medizinische Behandlung nach Hause geschickt. Ich kann mir nicht helfen, aber eine sinnvolle Bestrafung wäre gewesen, ihn weiterhin hier in der Einöde zu behalten. Diese Einrichtung ist derart abgelegen. Ich schätze, der Krieg könnte enden und wir würden es nicht einmal erfahren. Bestellenforderung: Dynamit für weitere Ausgrabungen, 7 Bajonette, in meinen Augen nicht notwendig, aber die Vorschriften sagen, falsche Einsatz zur Reserve zu haben. Ein Eispickel, verdammt gute Waffe. Was verdammt Eis zu entfernen, dass ich was damit befindet. Eine Lesebrille Kategorie 7C, diese für eigene Verwendung bestimmt. Meine Brille ist in schlechtem Zustand und muss ersetzt werden. Die Instandsetzung der Mine schreitet gut voran. Das Tragwerk wird derzeit weiter abgesichert, um potenzielle Beschädigungen durch Bombardement geschützt zu sein. Die Freilegung der eingestürzten Bereiche der Mine wird ebenfalls fortgesetzt. Wir betrachten hierbei einen interessanten archäologischen Fund. Ein seltsames Artefakt, das im Erdreich verborgen war. Und von einem unserer Arbeiter entdeckt worden. Bruder, ich werde mir das Ding heute Abend einmal genauer ansehen. Es wirkt von Menschenhand geschaffen und könnte dem Geräusch nach zu urteilen im inneren wirklichen Teil enthalten. Ich werde die Frontabdeckung weiter entfernen, Prüfung, wodurch der Lichtschein hervorgerufen wird aus dem Artefakt dringend. Unteroffizier Major. Was haben wir hier? Ein Mann, alter Mann. Was denke ich denn da hinten hält? Er wirkt fremdartig und doch ist er kein Fremder, obwohl ich nichts frisse, man weiß nur. Es ist mein Vater. Was soll jetzt gerade passiert? Ich weiß nicht, ob ich das eine gute Idee war. Hier ist Batteriekram. Ein Leuchtsignal, ich brauche einen Schlüssel. Ha, eine Schreibmaschine. Gut Leute, es sieht aus, als wäre in
das Spiel automatisch safen. Das würde ich sagen, das war's für heute für den ersten Part von Penumbra im Halbschatten. Im nächsten Part, ja. Gucken wir uns mal weiter, weil ich glaube, hier ist noch was in dem Raum. Also bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski, Leute.